Zeit. Von einem miteinander. Das ist. Bitte, das stört der Park. Bälle zum Sitzen. Danke, Oma, für die selbstgestrickte Haube. Ja, Wahnsinn. Und Socken auch noch, danke. Eine Trachtenweste, Wahnsinn, schaut die schön aus, danke Mama. Und eine digitale Küchenwaage, danke Schatz, das wäre wirklich nicht nötig gewesen. Solche speziellen Weihnachtsgeschenke kennen Sie bestimmt nur zu gut. Wir haben uns in die Grazer Innenstadt begeben und spontan nach Ihrer Hitliste der schrecklichsten Weihnachtsgeschenke gemacht. Mein schrecklichstes Weihnachtsgeschenk. Vieles. Irgendein doofer Kerzenständer. Viel gewarnt, ja, was nicht zum Brauchen ist, sagen wir so. Haube und Handschuhe, ja, das haben wir in Maßen zu Hause. Das würde das Schlimmste sein. Das schrecklichste Weihnachtsgeschenk wäre, wenn man meinem Mann wieder einen Ring kauft. Ja, super. Weil ich habe schon 5 Ringe für einen Finger. Könnte ich nicht sagen, ich habe nur immer schöne Sachen gekriegt. Ah doch, einmal habe ich so einen ganz schrecklichen Schlüsselanhänger gekriegt, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Was wären da so Ihre Hitliste? Ein Haushaltsgerät. Naja, bei einer Frau würde ich sagen Haushaltsartikel, Staubsauger oder Bügeleisen, weil das kauft man sich ja selbst. Oder die Waage, oder? Oder die Waage, das ist noch schlimmer, ja. Wenn ich heute eine Waschmaschine kriege oder eine Bügelmaschine oder einen Wäschetrockner, dann ärgere ich mich. Ja, im Unterwäsche oder Pyjamas. Ja, Unterwäsche ist nicht gut. Socken, Unterwäsche. Socken wären super. Ich würde mich über Socken immer freuen eigentlich. Selber gemacht ist immer super, kommt von Herzen. Das waren selbstgestrickte Socken von meiner Oma. Wie meine? Da? Meine Nein, schönen roten? Ganz schlimm, im Bund. Im Bund? Ja, im Bund, ganz schlimm war der. Der ist ja nicht noch schön. Das mache ich auch. Das machen Sie auch? Das mache ich demnächst für jemanden, den ich nicht mag. Sie hat es dann noch so hochgekekelt und irgendwie gestrickt. Ich glaube, es waren ihre ersten Versuche, also es war nicht gut. Die schlimmsten Geschenke wären gar keine Geschenke. Wenn wir keine bekämen. Ich glaube heuer das erste Mal an den Weihnachtsmann, weil das Christkind hat mir die letzten 10 Jahre nichts gebracht. Also ich kann das nicht beurteilen, was es da an Geschenken gibt zu Weihnachten. Ich habe immer das gekriegt, was ich mir gewünscht habe. Ich habe immer Glück gehabt. Wie steht es mit Ihren Weihnachtseinkäufen für das Jahr? Ja, ist alles erledigt. Alles erledigt? Ja. Als Mann und das 2 Wochen vor Weihnachten? So ist es. Ich habe eigentlich meine Einkäufe schon daheim. Ich habe schon alles unter Dach und Fach. Alles? Alles. Nein, die erledige ich immer in der letzten Woche, weil ich vorher keine Zeit habe, weil ich immer da stehe, von 9 bis 9 Uhr am Abend und da renne ich dann immer. Die letzte Woche, leider, da habe ich mal wirklich einen Stress. Nein, habe ich noch nichts gesagt. Wann fängt man an? Die letzten 14 Tage. Am Weihnachtstag eigentlich, damit ich die letzten Sachen besorgt habe. In dem Fall ist es ja sogar Montag, hättest du sogar noch Zeit am 24. Ja, nein, da kommen die besten Geschenke dann zum Schluss. 24. ist ja am Montag, gell? Hätten die Geschäfte noch offen? Ja, wird sein so, glaube ich, wie immer. War ja voriges Jahr so. Wenn wir das Weihnachtsgeld kriegen, wenn wir sind Pensionisten, dann tun wir das Weihnachtsgeschenk in einen Sackerl hinein, das, was wir kriegen, und das verschenken wir. Ja, so ähnlich. Ich habe erst ein Geschenk. Wie viel müssen noch her? 12. Wir tun Wichteln. Ich mache nur ein Geschenk. Und ich weiß gar nicht genau, ob ich überhaupt was kaufe, also ich bin da nicht so hinterher. Ich gebe meiner Tochter Gutscheine, weil das ist am sinnvollsten, braucht man sie nicht ärgern, umtauschen und so weiter. Ich wünsche meiner Frau, ich habe es jetzt vergessen, weil sie so lieb ist das ganze Jahr zu mir, alles Gute zu Weihnachten. Und einfach, dass wir mal wieder alle gemeinsam zusammen sind und wirklich eine schöne Zeit miteinander verbringen, als mit den Freunden, mit der Familie. Ich wünsche eigentlich gesund bleiben. Ein derben Aufenthalt. Boah, Weihnachtswünsche. Auto. Gesundheit ist der größte Reichtum. Eine Weltreise, aber wir finden niemand, der uns das finanziert. Ermöglicht. Eine Louis Vuitton-Taschen. Vielleicht ein iPhone? Ich habe eigentlich keinen besonderen so Weihnachtswunsch, sondern eigentlich, dass wir alle gesund bleiben. Ein bisschen Zeit ist sie noch, vielleicht sieht es jetzt jemand und dann bekommen sie ihre Weltreise. Aber bestimmt. Aber sicher. Es meldet sich einer. Ja, Kamera war cool. Also so eine Canon, so Spiegelreflex. Der Onassis ist schon gestorben, wenn wir uns das gewünscht hätten. Ein Thermengutschein oder so? Dass wir eine Wohnung hier in Graz finden, wirklich eine schöne, schöne Wohnung, ja. Weil wir haben jetzt noch nichts Richtiges gefunden.
das wird für uns das schönste Weihnachtsgeschenk sein. Einfach, dass alle da sind und dass wir ein schönes Fest feiern. Ja, vielleicht Schmuck oder so kann man, glaube ich, auch immer brauchen als Frau. Schmuck. 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 Silber, Gold, Silber. Mit Diamantensteinchen oder nicht? Brillanten. Bei dir? Mir ist ein Buch von Ken Follett. Das neue Buch, das war gut. Nein, das darf ich nicht sagen, das habe ich auf einen Zettel geschrieben und den Weihnachtsmann geschickt. Gell? Weil sonst geht es ja nicht in Erfüllung. Und das wann? Das darf man überhaupt nicht verraten. Ne? Wirklich nicht.